ich beginne nie mit der spektakulären Szene am Anfang und ich gehe auch nicht zu den ganz spektakulären Spots. Die Reportage hat einen sehr schweren Stand. Man wird selten gefragt als Reporter. Die Art und Weise, wie ich ein Gespräch führe oder wie ich eine Frage stelle, natürlich auch was über mich erzählen. Und unter all den vielen Eindrücken geht es dann darum, ganz wenige auszuwählen, die dann das Bild ergeben. Und es ist immer wichtig, in meinen Augen, darzustellen, wie eine Reportage entsteht. Das, was ich erlebt habe in diesen Tagen im Irak, ergab eben kein Happy End. Also gute Texte funktionieren ja dann, wenn sie im Kopf weitergehen.